Hausnummer 657. Moin. Eigentlich wollten wir hier mal die Straße reinfahren. Keep out private property. Das wollen wir dann aber auch respektieren. Und zwar sind wir hier gerade auf dem Weg nach Byron Bay. Haben unsere Unterkunft im Swan Creek gerade verlassen. Und Richtung Byron Bay wohnt der Schauspieler Chris Hemsworth. Und wir dachten, wir schauen mal bei seinem Haus vorbei oder fahren mal an der Straße lang. Aber diese Straße, die da halt quasi hinführt, ist schon Private Property. Hausnummer 657 soll es wohl auch sein. Da vorne ist dann noch ein Tor, das ist offen. Keine Ahnung, ob es da nochmal irgendwie Kontrolle gibt, aber das ist jetzt nicht so dringend, dass ich sagen muss, ich muss da jetzt unbedingt mal durchfahren. Genau, wir setzen einfach unsere Fahrt fort. Wir fahren jetzt weiter nach Byron Bay, wollen einen Zwischenstopp machen, bevor wir dann weiterfahren zu unserer Unterkunft für heute und nehmen euch einfach weiter mit. Moin, wir sind jetzt hier beim Fisherman Farmers Market. Heute ist es ja ein bisschen bewölkter, trotzdem irgendwie ja noch relativ warm und ein bisschen Sonne kommt auch mal durch. Wir wollen uns jetzt hier mal umschauen. Ist wie gesagt lokaler Markt, der mal irgendwie, was hattest du, Bibi, bis 11? Boah, bis 11 oder 12 Uhr hier stattfindet. Das ist irgendwie so ein Mix aus Flohmarkt und genau, Wochenmarkt. Wir schauen uns einfach mal um. Wir haben ja eben gerade schon eine Schlange gesehen, die zeigen wir auch gleich auch nochmal auf dem Video. Und auch glücklicherweise doch ein Spielplatz nebenan, der uns auch erst nicht angezeigt wurde. Mein, freust du dich auf den Spielplatz? Ja, okay. Und wir spazieren jetzt hier gleich einfach mal über den Markt, gucken mal, ob wir vielleicht einen Kaffee organisiert bekommen oder was anderes, ein paar Snacks, schauen uns einfach mal ein bisschen um, nehmen euch mal ein paar mit für 1, 2, 3 Eindrücke und genau, ansonsten haben wir für heute nicht so viel geplant. Gestern haben wir uns noch auf dem Sunshine Plaza eingefunden für Abendessen und haben überlegt, was wir die nächsten Tage machen können. Wir sind jetzt bei unserer Unterkunft ein bisschen länger, ich glaube 3 volle Tage oder 4 volle Tage und es gab noch ein paar Probleme gestern Abend. Und zwar war das Internet ultra langsam, also ein bisschen schneller vielleicht als auf der
vorherigen Unterkunft, wo wir da auf dem Bauernhof waren, aber da war es als zu erwarten. Und gestern war das einfach der Download ultra langsam, der Upload war okay. Da habe ich dann einfach mal die Gastgeber angeschrieben. Der hat sich auch heute Morgen direkt bei uns gemeldet, an der Tür geklopft, hat gesagt, dass er nicht weiß, was das Problem ist, weil bei ihm sei das alles ohne Probleme möglich und ich soll doch einfach mal sonst im Modem halt nochmal Strom neu starten. Das habe ich heute Morgen auch gemacht. Da stand halt ein Schild dran, bitte nicht anfassen, deswegen habe ich es gestern Abend nicht gemacht. Sonst wäre das ja für mich eigentlich ein klares erstes Indiz, dass man macht, erstmal neu starten. Und siehe da, nach dem Neustart war dann auch wieder alles in Ordnung. Deswegen muss ich heute Abend noch ein bisschen Arbeit nachholen. Aber das ist kein Problem, das kriegen wir alles hin. Und können dann auch noch mal ein bisschen weiterarbeiten an Videos. Auch hier ein kleiner Info, vielleicht habt ihr das schon gesehen, weil der V-Log kommt ja entsprechend jetzt danach. Leider haben wir von dem Melbourne Market keine Videos mehr. Die sind uns abhanden gekommen, die sind leider lost. Deswegen wird der V-Log oder ist der V-Log dort kürzer ausgefallen. Das werde ich in den Kommentaren auch nochmal reinschreiben, wenn ich den jetzt veröffentliche. Das ist ja alles ein bisschen zeitversetzt. Und dann wird es danach einfach weitergehen. Ich musste da ein bisschen was abändern an den Daten. Genau. Nun aber so viel dazu. Ich glaube, wir sind hier startklar und wollen loslegen. Das heißt, auf den Farmers Market und los geht's. Moin, so wir sind jetzt wieder am Sunshine Plaza, beziehungsweise ich, denn Vivi geht mit dem großen Buggy und der Lütten in der Trage zu Fuß hierher. Wir waren eben gerade anderthalb Stunden auf dem Spielplatz, dem Cotton Tree Playground am Cotton Tree Beach. Das ist hier auch nur 10 Minuten, Viertelstunde Fahrt von unserem Farmers Markt entfernt gewesen und sind dann halt entsprechend einfach hingefahren, weil wir dachten, dass der Große mal ein bisschen sich austoben kann. Wie wir gemerkt hatten, war das auch dringend nötig und er hatte auch sehr viel Spaß. Da waren viele andere Kinder. Die Sprache war wieder keine Einschränkung, sondern die haben einfach sich gut verstanden, miteinander gespielt, hatte sehr viel Spaß. Und jetzt schauen wir mal, dass er gleich zu seinem Mittagsschlaf kommt. Weil wir jetzt hier aber auch gleich noch einkaufen wollten am Sunshine Plaza und vielleicht noch ein bisschen bummeln, haben wir gedacht, wir fahren das Auto schon mal hierher. Dann brauchen wir später nicht nochmal wieder zurück. Und deswegen habe ich das Auto jetzt hierher gefahren und warte jetzt auf die drei. Wie wird er vorgeschlagen, dass er dann halt sonst einfach zu Fuß geht, um schon mal die Chance zu nutzen, dass er vielleicht dabei einschläft. Für mich ist das jetzt hier auch ein bisschen lauter. Wir müssen mal gucken, wie das dann halt klappt, dass er einfach weiterhin schläft. Wir hoffen, dass das irgendwie einigermaßen hinhaut, dass er seinen Mittagsschlaf bekommt. Und ja, so viel dazu. Mehr haben wir für heute auch eigentlich gar nicht groß geplant. Für morgen wollten wir mal schauen, ob wir noch in den Zoo gehen, ob das klappt. Das Wetter sollte irgendwie vormittags noch regnerisch sein. Dann ist natürlich ein Zoo auch nicht unbedingt so einladen. Allerdings soll das auch zwischen 9 und 10 Uhr schon wieder besser werden und zumindest der Regen aufhören. Und das wäre ja vollkommen ausreichend für einen Zoo. Wenn das auch nicht so pralle Sonne ist, dann kann man sich da auch in Ruhe die Tiere angucken und der Große da ein bisschen durch die Gegend laufen. Genau, so ich schaue jetzt mal, ob ich die schon mal irgendwo sehe. Und wenn es noch später was zu berichten gibt, dann erfahrt ihr es. We'll be right back.
so den Regenschauer habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Das hat unsere Planung heute so ein bisschen durcheinander gebracht. Oder was heißt durcheinander? Wir hatten ein paar Sachen ja geplant und für heute hatten wir gedacht, wir könnten mal in den Zoo. Weil so ein bisschen Regen oder auch bewölkt wäre das überhaupt gar kein Problem. Aber es hatte jetzt noch bis mittags. Das ist ja auch nicht cool direkt hier vorne. Hatte das bis mittags dann doch noch eher etwas stärker geregnet, dass wir das dann auch erstmal gelassen haben. Wir haben dann halt Plan B vorgezogen und mir noch ein paar Malls angefahren, wo auch eigentlich Spielplätze beinhaltet sein sollten, damit der Große sich da einfach austoben kann. Wir sind unter Dach, wir können auch mal vielleicht hier und da ein bisschen schauen, ob wir noch irgendwie was für ihn finden, ein Buch oder irgendwas anderes. Allerdings war die erste Mall ein Reinfall. Kalundra Mall war das, glaube ich. Und so ging es dann für uns direkt weiter zum nächsten. Da war auch erst nichts ersichtlich, dass man da irgendwie was findet. Bis wir dann quasi kurz vorm Umdrehen oder Bibi dann kurz vorm Umdrehen draußen dann noch einen kleinen Spielplatz entdeckt hat, direkt versteckt hinter so einer Tür. Und das war natürlich ein Highlight für den Großen, denn da noch ein bisschen toben zu können. Das ist einfach hier ein sehr beliebtes Fortbewegungsmittel. Jetski. Ohne Führerschein anmietbar hier. Ich glaube 60 australische Dollar für 20 Minuten. Hallo. Hi. Genau. So, da sind wir danach wieder zum Sunshine Plaza zurückgefahren. Einfach aber auch erstmal nur um da zu parken. Denn mit 14 Uhr haben wir jetzt gedacht, wäre es auch mal Zeit für Mittagsschlaf für den Großen. Wir waren dann auch schon so ein bisschen nörgelig und ist jetzt auch eigentlich ohne große Krakeen eingeschlafen. Da das aber meistens ja in dem Mallbereich ein bisschen lauter ist, entsprechend halt durch Musik oder auch von den anderen Leuten. Oh, hier ist auch noch so ein kleiner Freund. Moin. Da haben wir gedacht, wir machen einfach einen Spaziergang, hier ein bisschen im Wasser lang. Und da gibt es hier da drüben noch so eine kleine Insel, da kann man rauf. Haben wir vorhin schon mal auf dem Hinweg gesehen, vielleicht gehen wir da auch noch mal hin. Und vertreten uns hier einfach ein bisschen die Beine, denn aktuell ist es trocken. Wir schieben also den Zooplan einfach auf einen der nächsten Tage. Was ich was mir auf jeden Fall hier noch mal aufgefallen ist, dass es schon sehr speziell ist, wo man hier spazieren kann und wo nicht. Manche Wege sind einfach super gut ausgebaut, direkt am Strand, große Promenade, Spielplätze und sonst was alles. Manche Wege, da muss man über Stock und Stein. Wir hatten das auch gestern, da gab es ja nicht mal mehr Gehwege, sondern gehst du einfach über den Rasen. Das ist also schon sehr davon abhängig, in welchem Bereich oder Gegend man sich halt aufhält. Ob es dann einfach einen normalen Gehweg gibt oder einfach gar nichts. Bisher sind wir ja aber sonst immer gut zurechtgekommen. Ja, unser Buggy macht das bisher auch noch einigermaßen gut mit. Ist ja manchmal etwas schwerfällig mit Tasche und Kind drin. Ja. Und ansonsten haben wir für heute auch nicht viel Großes geplant. Ein bisschen die Beine jetzt noch vertreten und schauen, was sich später noch ergibt. Es ist jetzt auch schon irgendwas 15 Uhr, 15:30 Uhr. Und genau, dann geht es später einfach noch wieder zurück zur Unterkunft. Wir schauen uns jetzt hier in Ruhe um. Also, wenn es noch was wieder gibt für euch, dann bis später. Moin! So, nächster Versuch. Auf jeden Fall kein Regen mehr, sondern nur noch bewölkt. Wir sind jetzt hier beim Wildlife HQ Zoo. Und genau, sind jetzt gerade erst reingegangen. Da vorne ist der Eingang. Hier geht es direkt quasi los. Wir sind mal gespannt, was uns hier heute so für Tiere erwarten. Gucken uns einfach mal ein bisschen an. Die Kinder sind unter 3 Jahren, sind komplett frei, freier Eintritt. Das heißt, wir haben nur für uns Erwachsene gezahlt
Und der Große ist schon auf jeden Fall fleißig dabei und schaut sich hier um. Wir schauen mal, was wir hier so sehen und nehmen euch natürlich mit.